Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, der Fenrir, ihr seht Let's Play Path of Exile. Ja, da bin ich wieder, kleine Auszeit habe ich mir gegönnt, mal wieder möchte man sagen. Ja, wollen wir nicht weiter drüber reden, ich bin wieder hier. Ja, und wir sind in der neuen Essence Liga und ja, nicht nur die Essence Liga ist neu, vor allen Dingen der Atlas of the World ist halt neu. Und ich wollte diesmal schauen, dass ich direkt mit dem Atlas beginne. Ich wollte mich jetzt nicht wieder hochspielen. Das zieht sich ja in den Videos dann doch immer. Ich wollte jetzt gucken, dass ich, auch wenn die Liga schon wieder über eine Woche dran ist, einigermaßen zeitnah auch neuen Content euch zeige. Also was neu ist in dieser Expansion. Ja, ich habe einen Charakter angefangen und wollte mal was ganz klassisch Altes spielen, nämlich Freezing Pulse. Freezing Pulse, einer meiner absoluten Lieblingssprüche von Beginn an und ja, der hat über die Jahre hinweg wenig Liebe bekommen, habe ich so das Gefühl. War früher zu Beta-Zeiten, also noch vor 1.0, ja, mit so das Stärkste, was man spielen konnte. Und ist es im Grunde immer noch und irgendwie tut es keiner, habe ich so das Gefühl. Deswegen wollte ich das einfach mal machen. Ja, und ich habe mir überlegt, diesmal ein bisschen anders. Ich fange direkt mit einer Map an und erzähle euch alles Weitere während der Map. Dann haben wir ein bisschen Action. Ja, also eine Beach-Map, Map-Tier, Map-Level-Tier. Mein Gott, Map-Level-Tier. Sehr schön. Map-Tier 2, also Stufe 2. Ich habe schon mal ein ganz klein bisschen vorgearbeitet im Atlas. Wir können es mal ganz schnell angucken. Also was neu ist. Wir müssen unsere Maps jetzt erstmal freispielen, dass wir die überhaupt, dass sie gedroppt werden können. Ansonsten, so wahnsinnig viel hat es im Grunde gar nicht getan. ihr seht, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Desert Map uns angucken, man kann Bonus freischalten und der wirkt sich dann positiv auf die Drops aus für neue Maps, also für die Stufe von neuen Maps. Ja, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, aber viel ist es nicht. Tier 3 ist das höchste, meine ich, was ich mal hatte hier. Ja, genau. Ja, ich habe mich einfach mal so ein bisschen reingefunden. Ja, Map ist schon drin, dann aktivieren wir das Ganze direkt. Ja, vorweg schon mal, ihr seht, ich habe eine Clarity Aura, ich habe einen Flame Golem, ich habe einen Herald of Thunder, einen Herald of Ice und das Ganze kombiniert mit Curse on Hit und, wo ist es, da Assassin's Mark, um Power Charges zu bekommen. Ja, okay, das ist also erstmal grundsätzlich hier das, was ihr links oben seht. Mein Stab, auch sehr schön, ein Pledge of Hands, den habe ich sehr günstig geschossen. Gucken wir uns aber gleich im Detail an. Ja, Freezing Pulse, ich kann schon mal zeigen, das Ganze mit Greater Multiple Projectiles. Ja, und dann wollen wir mal anfangen hier zu schnetzeln. Und ihr seht schon, wo der Trick des Ganzen liegt. Also in erster Linie ist der Plan, möglichst oft zu critten. Wenn man sich überlegt, was macht Freezing Pulse aus? Was Freezing Pulse vor allen Dingen ausmacht, sind eine hohe Cast-Geschwindigkeit, eine hohe Crit-Chance und was auch sehr interessant ist, Freezing Pulse hat eine extrem hohe Damage-Effectiveness, das heißt, wenn wir aus irgendwelchen Quellen Schaden dazu bekommen, dann erhöht sich das gleich gewaltig und zwar um 125%. Also quasi ein Viertel Schaden mehr von Quellen, die einfach platt Schaden dazu addieren. Das ist schon ziemlich cool. Ja, dann habe ich noch als Unterstützung ein Flame Totem dabei. Das kann nie schaden. Hält die Gegner so ein bisschen auf Abstand. Kümmert sich auch ein bisschen um die Arbeit. Vor allen Dingen kann ich dann aber Schaden machen und gleichzeitig kiten. Das war über lange Zeit beim normalen Durchspielen mein Bosskiller schlechthin, das Flame Totem. Damit habe ich eigentlich die meisten Endbosse vor allen Dingen erledigt. Ja, mein Freezing Pulse selber, ich zeige es euch mal, jetzt aktuell 27.000 DPS in der Variante mit Greater Multiple Projectiles. Das ist schon ziemlich krass, wie ich finde. Das Ding haut richtig gut rein. Das Ganze kombiniert mit einem, als Templar mit einem Inquisitor. Das heißt, wenn wir critten, ignorieren wir gegnerische Resistenzen. Das ist auch ziemlich cool. Ja, und so rein spielerisch, das Ganze erinnert mich persönlich im Grunde an
ein Reaver, den ich mal gespielt habe. Diesen, Gott, wie hieß das noch gleich? Also quasi Pseudo-Dual-Wield. Fühlt sich sehr, sehr ähnlich an vom Spielgefühl, nur irgendwie finde ich das Ganze noch schneller, noch stärker, noch witziger irgendwie. Kann euch nebenbei schon direkt sagen, ich habe bei dem Charakter den einen oder anderen Fehler in den Baum eingebaut. Beziehungsweise im Baum selber, da weiß ich noch gar nicht, wo ich hin will. Da werden wir gleich noch ganz kurz mal drüber reden. Erstmal so bis dahin, denke ich mal, seht ihr schon, der Charakter spielt sich wirklich sehr, sehr schön. Also im Grunde, was die Offensive angeht, ja, absolut keine Probleme. Gibt im Grunde nichts, was einem wirklich Angst machen müsste, dass man nicht genug Schaden hat, um da irgendwas zu reißen. Was definitiv im Moment noch ein großes Problem ist, dass der Charakter unglaublich anfällig ist. Also ich habe mich um die Defensive viel zu wenig gekümmert bis dahin. Im Grunde lebt der Charakter im Moment wirklich vor allen Dingen davon, von der Grundweisheit, eine gute Defensive ist vor allen Dingen eine gute Offensive. Wow, apropos. Bisschen aufpassen hier. Eine neue Essence bekommen, sehr schön. Ja, nebenbei hier Flaschen, die ich gerade auch benutzt habe. Eine Diamond Flask. Ja, wenn man auf Crit geht gegen Bosse, es gibt im Grunde in dem Moment kaum was Besseres. Damit crittet man nahezu sicher. Und ja, meistens reicht die Laufzeit von einer Flasche, die geht im Moment 4,8 Sekunden bei mir, reicht fast für jeden Boss schon aus, um ihn sofort auf die Bretter zu schicken. Das ist wirklich schon brutal. Vor allen Dingen, das werde ich euch gleich auch nochmal zeigen. Ich überlege gerade, der Boss hier, das müsste, glaube ich, der... Ach, da ist er auch schon. Ist das ein Hillock-Verschnitt oder sowas, glaube ich? Nee, nicht Hillock, Hellrake, so heißt der Typ. Ein Hellrake-Verschnitt. Ja, der ist eigentlich sehr schön, kann ich das direkt zeigen. Also das ist mein normales Setup, mit dem ich spiele, wenn ich normal meine Gegner weghauen möchte, also zum normalen Map-Clearen. Gegen Bosse kann man, ja, der Klassiker, ich habe mich ja immer dagegen gewehrt, aber... was natürlich sehr schön ist, ein Eisspruch mit Greater Multiple Projectiles zusammen. Ja, da bietet sich einfach ein Hypothermia an. Kann man dann raustauschen. Schauen wir mal, also vorher 27,2. Wenn ich auf Hypothermia wechsle, dann sind es 37,6. Ein bisschen mehr Schaden. Dafür ist halt meine Fläche, die ich abdecke, nicht mehr sehr groß. Das sollte aber für den Boss allemal reichen. So, jetzt... Gucken wir mal, also hin und wieder trifft er mich. Wie gesagt, ich halte nicht viel aus, das ist mein Problem. Also wer er trifft mich. So, ist er auch schon. Ja gut, jetzt habe ich zweimal, glaube ich, zweimal meine Diamond Flask reingehauen. Ja, das war schon eine Map wieder. So schnell kann es gehen. Ja, also, ich wollte euch diesmal, wie gesagt, zuerst ein bisschen Spiel-Action zeigen, damit ihr auch interessiert seid, was sich denn überhaupt hinter dem Charakter verbirgt. Ich habe festgestellt, nachdem ich jetzt selber in letzter Zeit häufiger mal wieder ein paar Videos von anderen Leuten mir angeguckt habe, was die so gemacht haben, was die so gebaut haben. Ich selber, vielleicht, weiß nicht, mangelnde Aufmerksamkeit im Alltag, keine Ahnung. Ich brauch's mittlerweile auch ein bisschen knackiger. Also ich muss irgendwie so schon mal ein bisschen Spiel-Action sehen, bevor mir irgendjemand was über den Charakter erzählt, damit ich überhaupt weiß, ob sich's lohnt, dass man sich den anguckt. Deswegen wollte ich erstmal so einen kleinen Map-Run machen. Gut, war jetzt nur Tier 2, das ist jetzt kein Mördermaßstab, aber ich glaube, man sieht schon, wo die Reise hingehen soll. Also, Offensive, sehr schön, sehr große Fläche, die man abdecken kann mit Greater Multiple Projectiles. Schaden ist dann immer noch mehr als ausreichend, um Trash wirklich sehr schnell wegzuhauen. Ja, und gegen Bosse kann man, wenn man möchte, Hypothermia dagegen eintauschen. Ja, und dann haben wir gesehen, 37.000 DPS. Ich glaube, ich habe noch nie was gespielt, was so viel Schaden am Tooltip hatte. Ja gut, also, schauen wir uns jetzt mal genauer an, was hinter dem Charakter steckt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Freezing Pulse ist... eigentlich ein Spruch, der geradezu danach schreit, dass der sehr schnell rausgehauen wird. Also viel Cast-Speed war mein Plan, viel Crit-Chance. Und ja, ursprünglich am Anfang habe ich sehr viel auch auf Damage-Effectiveness gesetzt. Also sprich, ich habe mir mit den Essences, mit den Dingern,
an den Bildern noch nicht, kann ich noch nicht so ganz mit viel mit anfangen. Es gibt hier irgendwo eine Essenz, die den, die zum Beispiel Zeptern, die habe ich immer genommen, 1 bis 22 Blitzschaden gibt. Das müsste die Essenz gewesen sein, die das kann. Ich guck mal gerade, ob ich irgendwo noch so ein Zepter finde. Schon wieder ziemlich viel vollgemüllt. Okay, das war, glaube ich, schon die etwas höhere Stufe davon. Genau, das habe ich mir auch gecraftet, das Ding mit dieser Essenz, allerdings mit einer Stufe höher. Die gibt es auch noch in kleiner. Wie gesagt, ich finde es gerade nicht. Cold Damage. Ja, finde ich gerade wirklich nicht. Aber das sind genau die Zepter, nach denen man zum Leveln sucht. Irgendwas, was adds irgendwas Damage to Spells. Lightning ist natürlich sehr schön, wenn man dann mal crittet. Und man crittet auch am Anfang, ohne dass man da so viel von geskillt hat, schon ganz ordentlich mit Freezing Pulse. 6% Grund-Crit-Chance ist das zweithöchste, was man bei den Zaubersprüchen haben kann. Einzig und allein Discharge hat eine etwas höhere Crit-Chance mit 7%. Ah, und natürlich hier Ice Spear. Entschuldigung, den wollen wir nicht unterschlagen. Ice Spear hat noch höhere Crit-Chance. Aber grundsätzlich, Lightning Damage ist besonders schön, um die Gegner dann zu schocken, was noch mehr Schaden macht. Aber eigentlich muss man sich da gar nicht so sehr drum scheren, weil die Gegner, die wirklich hartnäckig sind, die erledigt eigentlich das Flame Totem für einen. Ja, also das nochmal als Tipp fürs Hochleveln. Sucht nach solchen Dingern. Am liebsten Scepter mit möglichst hohem Elementarschaden als Grundmod. Und dann irgendwie, so viel es geht, Lightning Damage oder sonstigen Damage to Spells. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Auch das Flame Totem profitiert da mördermäßig von, auch wenn das eine ziemlich schlechte Damage Effectiveness hat, aber da macht es einfach die Schnelle, in der das Ding die Schüsse losschickt. Ja, also genug der Vergangenheit. Schauen wir uns jetzt lieber an, was jetzt aktuell ist gerade. Also gehen wir mal direkt auf das Flame Totem ein. Flame Totem wunderbar geeignet als Kombination, weil es von denselben Sachen profitiert. Cast Speed, Projectile Speed und flacher Schaden auf der Ausrüstung, all das ist sehr schön fürs... Ach, der flamed. Doch, Quatsch, was mache ich für eine... Hä? Der Flame... Hier, ah, jetzt habe ich's. Ah, da ist mein Flame-Totem. So, jetzt haben wir es auch im Bild, das meinte ich. Also das Flame-Totem profitiert also von ähnlichen Dingen. Einfach nur Schaden einfach irgendwie auf der Ausrüstung. Crit-Chance ist auch sehr schön. Vor allen Dingen aber Cast-Speed und Projectile-Speed kommt da sehr gut. Ja, ich habe hier im Moment Added Lightning Damage, Faster Casting und Faster Projectiles. Das ist mein Setup, wenn es eher darum geht, dass das Ding auf Entfernung was treffen soll. Und ich habe vor dem Video als letztes mich um meine Ascendancy gekümmert und mir meine Merciless Ascendancy abgeholt. Und ja, ich wollte für die Kämpfe gegen den komischen fetten Brocken da... Wollte ich ein Flame Totem haben, was mit eine höhere Reichweite hat, einfach um das Ding, um den Typen besser treffen zu können. Ansonsten könnte man auch Slower Projectiles reinmachen. Schauen wir uns mal an. Da ist mein Totem. Also so aktuell 10-3. Wenn ich jetzt Slower Projectiles dazu nehme, 12-5. Also schon ein ziemlicher Unterschied. Allerdings, ja, ich habe eigentlich... Ja, ich habe es mal irgendwann so angefangen, die hin und her zu wechseln und bin dann... Habe ursprünglich die meiste Zeit mit Slower Projectiles gespielt. Und habe jetzt eigentlich dauerhaft Faster Projectiles drin, weil es einfach entspannter ist. Schaden ist sowieso gut genug, von daher machen wir uns da keinen großen Kopf drum. Ja, das sind eigentlich meine beiden Hauptschadensquellen. Freezing Pulse. Da habe ich zugegebenerweise ein bisschen was investiert, und zwar 7 Chaos Orbs. Ich habe mir einfach einen Quality 20 Freezing Pulse besorgt. Ja, Quality auf Freezing Pulse fast schon ein Must-Have. Einfach 20% Quality sind nochmal locker 40% Projectile Speed, die dazukommen. Und Freezing Pulse mag Projectile Speed. Da machen wir auch auf höhere Entfernung noch guten Schaden. Und ja, netter Nebeneffekt. Ich habe extra das Ding hier genommen. Corrupted, das heißt, man kann es nicht versuchen auf Level 21 zu bringen. Das machte mir aber in dem Fall nichts, einfach weil ich den hohen Grundschaden von einem Level 20 Gem mitnehmen wollte. Und für 7 Chaos Orbs, ja, da, das ist im Grunde Komfort, den man sich da kauft. Ja, ich habe meinen alten Freezing Pulse, mit dem ich selber hochgelevelt habe, nochmal als Vergleich dazu, nur um es zu zeigen, so viel schlimmer ist das auch nicht. 21, also wir verlieren schon ordentlich Schaden. Zu 27, also 6000 DPS ganz grob, die da flöten gehen. Aber trotz allem, der Schaden ist sowieso nicht das Problem. Ob es jetzt, ganz ehrlich, ob es 20 oder 30.000 DPS sind, das merkt man dann am Ende, zumindest bei den Trash-Mobs sowieso nicht. Die platzen einfach nur nach ein, zwei Treffern, je nachdem, wann der Crit sitzt.
So, ich räume mal derweil noch ein ganz klein bisschen hier was weg. So, also. Das dazu. Ja, meine Defensive, wie gesagt, sehr vernachlässigt. Ich benutze eigentlich als Hauptdefensive im Moment Castle und Damage Taken und Immortal Call. Ja, ein Klassiker im Grunde. Man könnte hier dieses Ablenk-Totem, wie heißt das noch gleich? Ach, wenn man sich nicht alles aufschreibt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das Decoy-Totem, so heißt das. Das Decoy-Totem. Das könnte man sehr schön auch mit Cast und Damage Taken benutzen, um die Gegner von einem wegzulocken. Enfeeble wäre auch eine Variante. Ist mir ein bisschen negativ aufgestoßen, dass jetzt Cast und Damage Taken nur noch eine Sache triggern kann. Ja, vielleicht nehme ich sogar zwei. Mal gucken. Ich weiß es wirklich noch nicht, wie ich das mit der Defensive hier genau angehe. Also das ist im Moment das Einzige, was ich da so habe. Immortal Call, Castman Damage Taken. Dann hier, ganz wichtig, habe ich glaube ich vorhin schon gezeigt, genau meine beiden Heralds, Ice und Thunder, beide mit Curse on Hit, Assassin's Mark. Da ist der Plan, in Zukunft vielleicht tatsächlich auf Dual Curse zu setzen und dann da das Ganze vielleicht in der Rüstung dann 5 Link zu machen und vielleicht dann direkt noch ein Enfeeble mit dazu zu packen. Das wäre natürlich auch sehr schön für die Defensive. Was man auch machen könnte, man könnte Leap Slam Fortify machen. Da habe ich mich aber gegen entschieden bisher, weil eigentlich möchte ich gar nicht groß mit Leap Slam in die Gegner reinspringen oder so. Ich fühle mich eigentlich sehr wohl, wenn ich einfach mich auf die Entfernung hin antasten kann. Von daher, ja, kann man machen, finde ich jetzt eher nicht so gut die Option. Was haben wir denn noch? Na, was haben wir, ein Flame Totem? Dann habe ich noch den Flame Golem. Ja, der ist einfach, ne? Schaden ist gut, noch mehr Schaden ist besser. Vielleicht wird ein Chaos Golem sogar besser funktionieren, aber eigentlich bin ich ganz zufrieden im Moment mit meinem Flame Golem. Eine Clarity Aura, einfach um den Mana-Haushalt ein bisschen im Griff zu halten. Das ist doch ziemlich Mana-intensiv, muss ich sagen. 61 pro Cast, aber wir casten ja auch alle 0,25 Sekunden. Da braucht man schon einiges an Mana, um das einigermaßen in der Waage zu halten. Dann hier ein Lightning Warp, einfach wenn man mal irgendwie über so Vorsprünge hinweg teleportieren möchte oder so. Und eine Discipline-Aura, die ich aktuell nicht benutze. Ich könnte sie benutzen. Dann bleiben mir 94 Mana über, was eigentlich ausreichend wäre. Aber ihr seht's, ich habe dann leider nicht ganz genug, nicht genug Regeneration, um dann wirklich dauerhaft durchzucasten. Also ich, am Anfang geht's noch und ja, jetzt fängt's dann an ins Stocken zu geraten. Das wäre im Grunde auch nicht schlimm. Das reicht eigentlich fürs normale Spielen, aber gegen Bosse ist mir das dann doch zu heikel. Hat sich für mich gezeigt, am besten fahre ich mit Bossen, wenn ich es genauso mache, wie ihr das vorhin im Video gesehen habt, drauf und so schnell wie möglich den umhauen, egal wer es ist, einfach Facetanken, Flaschen reindrücken und hoffen, dass der in 4 bis 5 Sekunden umfällt. Das klappt eigentlich bei fast jedem Boss. Klar, jetzt mach ich das mache ich natürlich jetzt nicht mit jedem Aktboss oder so, da habe ich mich natürlich schon ein bisschen dann, oder jetzt hier mit dem Izaro im Labyrinth, da habe ich natürlich schon geguckt, dass ich ein bisschen auf Abstand bleibe und mein Totem, ich habe mein Totem die Hauptarbeit machen lassen. Gut, ja, dann, das sind die Gems, die ich im Moment benutze. Ja, soweit bin ich damit ganz zufrieden und eigentlich ist es auch ziemlich genau das, was ich eigentlich angestrebt habe. Viel dürfte sich da eigentlich nicht mehr ändern. Mein Hauptangriff, den habe ich mir zuletzt aufgehoben, weil das sicherlich das Spannendste ist. Also Freezing Pulse, jetzt aktuell mit 20 Quality und Level 20. Und ja, das sollte man haben. Also Quality 20 auf Freezing Pulse, das macht es halt einfach viel, viel schöner, damit zu spielen. Obwohl, ihr habt es gesehen, der hatte kein Quality drauf und es ging auch. Ich kann es mal kurz nochmal gucken, dass ich hier nichts kaputt mache. My mana is spent. So, ich mach mal, bevor ich das hier mache, die Aura aus, damit hier das eben nicht mehr kommt mit dem Mana-Problem. Dann gucken wir uns das mal im Vergleich an. Ich stelle mich mal eben hier möglichst weit weg. Na, kann man das... Ja, da sieht man oben, bis wohin die gehen, die Schüsse. Und jetzt wechseln, sollten die entsprechend weitergehen. Ja, man kann es ja ahnen. Diese gehen also aus dem Bildschirm im Grunde raus. Ja, das ist der Grund Freezing Pulse, warum Quality wichtig ist. Mal abgesehen davon erhöht man den Schaden. Freezing Pulse hat den Nachteil, je weiter weg die Gegner stehen, also andersrum, je länger das Projektil unterwegs ist, umso weniger Schaden richtet Freezing Pulse an. Das heißt, je schneller das Ding ist, je früher es beim Gegner ankommt, umso mehr Schaden macht es. Also grundsätzlich ist das
ein rundum sorglos Paket. 20 Quality of Freezing Pulse, mehr Schaden, mehr Komfort, mehr Reichweite. Was will man mehr? Ja, dann Increased Critical Strikes. Da habe ich lange dran rumgedoktert. Ich hatte eigentlich zum Leveln das Ding nie drin. Ich hatte eigentlich immer ein Added Lightning Damage da drin. Zumal ich eins mit Quality gefunden hatte, wobei das auch halb so interessant ist. Also entscheidend ist, Added Lightning Damage ist an sich schon ziemlich cool dafür. Dann hatte ich auch noch eine Variante, dass ich ein Added Chaos Damage dabei hatte. Ich hatte zwischendurch mal einen 5-Link-Stab, den ich mir hier über die Divination Cards aus der Jungle irgendwas Map geholt habe. Da war ein Added Chaos mit drin, zusätzlich zum Added Lightning. Das war schon ziemlich cool, ich habe aber festgestellt, Critten ist einfach wichtiger. Egal was man an Schaden rein sockelt, abgesehen davon, was mir vorher gar nicht bewusst war, dass irgendwie die Tooltip-Anzeige kritische Treffer irgendwie prozentual schon mit einrechnet, weil wenn ich das rausnehme, 22,2 zu 27,2, also offensichtlich werden Crits da sehr wohl schon mit reingerechnet. Und ja, das ist natürlich also 6000, ja nicht ganz 6000 DPS allein dafür, das kriegt man mit keinem Edit hin. Also weder mit Added Chaos noch mit Added Lightning. Von daher, Increased Critical Strikes einfach die bessere Wahl in dem Fall. Wenn die Crit-Chance auch so hoch genug ist, wäre natürlich auch noch ein Increased Critical Damage interessant, dass der Multiplier erhöht wird. Das wäre dann vielleicht sogar die bessere Wahl noch zusätzlich. Aber ihr seht es auch, das Ganze ist ja auch nur 4 Link. Von daher, ja, ich denke mal, da lässt sich noch was machen. Dann Life Leech, ganz, ganz wichtig. Ich habe vorhin nämlich geschummelt. Das ist meine eigentliche Defensive. Dass ich einfach versuche, die Gegner möglichst schnell zu töten und ja, die auszuleechen sozusagen. Also mehr leechen, als die Schaden anrichten können. Und ja, ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen, am Dransein und irgendwelche Unix am Durchschauen. Ob ich mir noch irgendwie Elemental Leech besorgen soll oder Cold Damage Leech, dass ich noch mehr Leech bekomme, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Ich glaube, das ist die Haupt- oder wäre eine schöne Möglichkeit, die Defensive deutlich zu stärken. Ja, und dann halt Greater Multiple für den Komfort für die Masse und wenn man es auf Schaden ausgelegt hat, Hypothermia. Andere nette Option, was noch rein könnte, wenn es denn dann mal 5 oder gar 6 Link ist. Ah ja, und ganz klar, Level 30 Spell Echo natürlich durch Pledge of Hands, den sollte man nicht unterschlagen. Also eigentlich spiele ich de facto 5 Link, obwohl ihr nur 4 seht. Und ja, das Ganze auch noch mit dem Level 30 Spell Echo. Also Pledge of Hands muss ich einfach sagen, das war eine super Investition. Der Start macht richtig, richtig Laune. Und das Schöne dabei ist, der ist spottbillig, der hat mich jetzt 2 Chaos Orbs gekostet. Das war, ja, da konnte ich nie Nein sagen. Gut, entsprechend gelingt ist er natürlich teurer, also 5 Link liegt er auch so bei 1,52 Exalted Orbs im Moment und 6 Link so, ja, 6,7 Exalted, ganz grob. Das sind ja eigentlich, also im Grunde kann man ja sagen, das sind so die Haupt-, also die Kosten, die eigentlich jedes Item hat, sobald es 5 oder 6 Links hat. 5 liegt immer so um 1 Ex und 6 Links liegen immer so ganz roundabout um 6 Exalted Orbs. Einfach per se, weil für die Links. Wenn dann noch was richtig Cooles dabei ist, also selbst Pledge of Hands, der ja wirklich ein cooler Stab ist, ist nahezu wertlos ansonsten, also nur das reine Pledge of Hands selber, da zahlt man im Grunde nur für die Links und ja, da sollte man vielleicht mal einen Blick drauf werfen, völlig unterschätzt offensichtlich im Moment. Mal abgesehen davon, dass 100% Increased Maximum Mana auch eine Sache ist, die mein Leben wirklich total erleichtert hat, seit ich das dazu bekommen habe, kann ich auch endlich richtig spielen. Vorher ging mein Mana doch immer zu schnell aus, also das war generell immer ein Problem, Mana irgendwo herzubekommen. Von daher, der Stab ist ein rundum sorglos Paket. Schaden ist gut bei dem Stab, 139, geht bis 150 oder 60, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da ist auch noch was machbar. Ja, was wären noch Optionen für Sockel? Klar, Added Lightning wäre, glaube ich, der erste, den ich noch wieder dazu packen würde, wenn ich könnte. Eventuell auch Crit Multiplier. Ich glaube, Crit Multiplier wäre sogar wirklich der erste und dann als sechsten Link dann noch Added Lightning Damage dazu. Ja. Ansonsten, was haben wir noch? Hier so ein Ring, den ich gefunden habe. 12 Damage, 15 zu allen Attributen, Rarity, 19 All-Resi. Ja, solide möchte ich meinen. Nicht top, aber ist im Grunde ein bisschen was von allem dabei. Schaden, ein bisschen Rarity schadet auch nie. Und die Resistenzen habe ich einfach gebraucht, von daher, ja, ist okay. Dann haben wir hier
die etwas defensivere Variante, da ist noch Leben mit dazu, zusätzlich zu einer Resistenz. Allerdings die Resistenz ist nicht gut, der Lebenswurf ist auch nicht so wirklich gut. Stärke und Geschick konnte ich am Anfang mal ganz gut gebrauchen, brauche ich im Moment eigentlich auch nicht mehr. Automod ist noch ganz okay für die zwei Resistenzen, also alles in allem auch eher ein schlechter Ring. Das Amulett ist eine Frechheit in sich, wie ich gerade sehe. Das kann eigentlich auch gar nichts, Geschick brauche ich nicht mehr. Okay, Critical Strike Multiplier ist eigentlich super, aber 8% lohnt sich auch nicht wirklich. 63 Leben, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das Ding trage. Bisschen Energy Shield ist auch schön, 21% Cold Resistance ist auch nett. Ja, nehmen wir so hin, auch eher Müll. Mit meinem Helm bin ich eigentlich sehr glücklich soweit. Massig Leben, richtig gute Blitzresistenz und noch Mana obendrauf on top. Ja, das hat mich eigentlich soweit ganz gut, hat mich überzeugt. Das waren so im Grunde genau die Sachen, die ich eigentlich brauche. Lebenresistenzen und Mana so irgendwie noch mit reingeschummelt, das trifft sich ganz gut. Ja, und ich hatte Glück bei meinem Run aufs Labyrinth in Merciless, habe ich den schönen Mod bekommen, 20% Reduced Herald of Ice Mana Reserved. Und da ich natürlich da gerade einen Herald of Ice drin habe, habe ich gesagt, das lohnt sich doch. So, dann haben wir hier noch die Handschuhe. Ja, reden wir nicht weiter drüber. Ein bisschen Leben, ein bisschen Resistenz, ein bisschen Rarity. Also auch ziemlich mies, die Dinger. Waren mir aber auch einfach, waren es mir nicht wert, die noch irgendwie zu craften oder so. Die, im Grunde müssen die komplett weg. Ich habe aber irgendwie im Moment nichts Besseres. Gürtel, netter Ansatz. Automod Leben ist gut, 37. 87 Leben auf dem Gürtel ist auch sehr gut. Kälteresistenz ist okay, die ist zumindest drauf. Ja, und ansonsten fehlen da halt vor allen Dingen Resistenzen. Also der ist noch eines meiner besseren Ausrüstungsstücke, aber auch nicht wirklich gut. Und hier, das ist eigentlich somit das Beste, was ich eigentlich habe im Moment. Paar schöne Schuhe. Der Grundtyp ist nicht so ganz super gut. Also der reiner Energieschild-Grundtyp wäre mir lieber eigentlich. Ansonsten 81 Leben ist im Moment ganz gut. 43 Mana, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Mana nehme ich auch gerne mit. Zwei Resistenzen, eine davon händisch darauf gecraftet und 25 Movement Speed. Ich habe festgestellt, diese Saison habe ich, oder diese Liga habe ich ein bisschen Probleme gehabt, die Kombination hinzukriegen, dass ich gute Schuhe mit Movement Speed hatte. Ich hatte entweder viel Movement Speed, aber der Rest war Schrott, oder richtig gute Schuhe, allerdings ohne Movement Speed und nicht mehr drauf craftbar. Was hilft mir dann, wenn ich guten Lebenswurf und drei gute Resistenzen? Ich habe tatsächlich Schuhe mehrfach gefunden, mit einem wirklich hohen Lebensroll und auch drei teilweise gar nicht schlechten Trip, also vom Level her guten Resistenzen, sogar drei Stück dann drauf, aber ohne Movement Speed ist es einfach wertlos, weil man kriecht halt nur voran, das macht keinen Spaß. Genau, auch da ist mein Mod drauf, ihr seht, die Schuhe trage ich schon lange, die hatte ich also auch schon zu, wie heißt der Schwierigkeitsgrad vor Merciless? Cruel! Die hatte ich schon im Cruel-Labyrinth an, auch da Mod drauf, Movement Speed, wenn ich nicht getroffen wurde. Da ich versuche, möglichst wenig getroffen zu werden, passt das dann schon. Ja, das sollte die Ausrüstung im Ganzen gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Amulette, Amulettringe, Rüstung hatte ich noch nicht. Genau, Rüstung fehlt noch. Ja, auch das, Leben, Resistenz, Resistenz, Armor, Energy Shield. Das ist also quasi sehr minimalistisch genau das, was man haben will letztendlich. Die wäre grundsätzlich sogar fast eine Option gewesen, da noch was händisch drauf zu craften. Hat sich bisher nicht ergeben. Ja, im Moment bin ich jetzt gerade so, ich hatte deswegen, der ein oder andere der hatte mich Anfang der Woche schon mal gesehen und gefragt, wann wieder Videos kommen, und ich habe irrtümlicherweise behauptet, am Montag, das stimmt offensichtlich nicht, weil wir jetzt schon Mittwoch haben. Ich habe einfach die letzten Tage damit verbracht, einfach noch ein bisschen durchzutesten, ein paar Kombinationen auszuprobieren und meine Ausrüstung ein bisschen zumindest aufeinander abzustimmen und schön zu kriegen. Das ist der Stand, den ich jetzt aktuell habe, und der ist nicht, noch nicht okay, aber der ist, geht in die richtige Richtung. Vielleicht noch ganz kurz, stimmt, habe ich vergessen, meine Flaschen, also eine Diamond Flask, versteht sich bei Crit von alleine, funktioniert super. Eine Quicksilver Flask, auch immer nett. Dann eine Sulfur Flask, brauche ich für meinen Consecrated Ground, sage ich gleich noch was zu. Dann haben wir, macht ansonsten, steht auch oben 40% Increased Damage schon mal, das ist der Effekt von Consecrate Ground. Dann zwei Life Flasks, dann haben wir eine, die Poison wegmacht und eher für etwas längere Heilphasen gedacht ist, und hier so eine Panikflasche.
Ist okay. Ich hätte gerne eine ohne Removes Bleeding, aber erstaunlicherweise bin ich mit dem Charakter, anders als sonst, noch nie an Bleeding gestorben. Das ist wirklich erstaunlich. Also tatsächlich stirbt er vor allen Dingen, wenn der schwere Einzeltreffer bekommt. Also gegen Bosse, die hart austeilen, da haut's ihn dann schon mal aus den Latschen. Das liegt auch daran, ich mach mal kurz hier meine Resistenzen an, dass ich nicht gecapped bin. Ich hab, und zwar auf gar keiner Resistenz. Kälteresistenz bin ich dann bei 74 in Merciless und ihr seht, bei den anderen bin ich halt entsprechend drunter. Die sind jetzt nicht ganz mies, die Resistenzen, aber gut ist auch anders. Also gecapped sollte man eigentlich schon sein. Aber ich komme damit durch. Es liegt halt, wie gesagt, auch daran, Freezing Pulse hat den netten Nebeneffekt, gerade mit hoher Crit-Rate, mal abgesehen davon, dass die Gegner schnell fallen. Die sind halt auch auf jeden Fall eigentlich nahezu immer irgendwie gechillt und meistens sogar gefrozen. Ja, und deswegen, so Gegner, die sich nicht bewegen oder nur sehr langsam bewegen, machen auch nicht viel Schlimmes. Das passt also auch. Ja, und dann jetzt zum Schluss der wahrscheinlich spannendste Teil, der Baum. Obwohl, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Ich bin selber aktuell nicht so ganz sicher, wo es eigentlich noch hingehen soll mit der Reise. Und ich würde den Charakter so, glaube ich, auch nicht mehr aufbauen. Ich würde es ein bisschen anders machen. Aber das überlege ich mir nochmal in Ruhe. Da werde ich auch nochmal... Also ich habe tatsächlich vor... Nagelt mich nicht drauf fest. Ihr wisst selber, wie das bei mir laufen kann. Das, was ich jetzt sage, kann über zukünftige Planungen kann morgen schon wieder ganz anders aussehen. Aber im Moment ist der Plan tatsächlich, den Charakter mal richtig weiterzuspielen. Und tatsächlich auf Level 90 bringen, weil das ja auch eine Challenge ist. Und mal schauen, vielleicht kann man ja wirklich den Shaper mal irgendwann legen. Oder zumindest ein oder zwei oder drei oder vier Guardians von dem. Alles Dinge, die ich logischerweise noch nicht gemacht habe, aber selbst Tier 15 ist ja sonst nicht das, was ich... Ich war schon mal auf einer Tier 15-Map, so ist es nicht, aber bis jetzt habe ich mich da nie wirklich drum gekümmert. Und vielleicht ist das der erste Charakter, der dieses das mal austesten darf. Einfach weil er wirklich im Moment... Ich wüsste nicht, was ich sonst spielen sollte, was ähnlich viel Spaß macht. Ich bin einfach hin und weg von diesem Spielgefühl von dem Charakter, das macht richtig Spaß. Deswegen, wird sich bestimmt noch ein bisschen was verändern und dann werden wir am Ende vielleicht mal so ein Fazit ziehen, was denn jetzt die optimale Variante gewesen wäre, wenn man es von Anfang an so gemacht hätte. Gehen wir ganz kurz durch. Also ich habe schon erwähnt, mein Hauptanliegen war, Cast Speed zu bekommen und Crit zu bekommen. Darauf habe ich mein Hauptaugenmerk gelegt. Das heißt, wir haben alles, was irgendwie Cast Speed gibt, was ich gefunden habe, außer jetzt hier diese Einzel-Cast Speed-Dinger, die habe ich erstmal mitgenommen. Wobei aktuell... Als ich angefangen habe, war ich mir noch nicht sicher, ob ich Pledge of Hands wirklich bekommen kann. Da wusste ich nicht, dass er so billig ist im Moment. Deswegen habe ich gesagt, ich brauche viel Car Speed. Ich muss gestehen, jetzt, wo ich Pledge of Hands habe, glaube ich, komme ich auch mit weniger durch. Also es könnte sein, dass es durchaus nicht verkehrt wäre, zum Beispiel die vielleicht rauszuschmeißen. Ja, wobei Mana-Regeneration ist auch nicht schlecht. Aber das wäre eine Option, vielleicht ein bisschen weniger Car Speed hier nehmen. Okay, die habe ich nicht genommen. Ja, Cast Speed, dann die ganzen Crit-Sachen. Also hier ist Crit. Wo haben wir noch Crit? Hier ist Crit. Da fehlen mir noch die Crit-Multiplier. Die sollte ich eigentlich auch mal skillen. Ich weiß gar nicht, warum das noch nicht geschehen ist. Ich habe aber eh noch 7 Punkte über. Also da geht noch was. Hier Crit. Hier ist nochmal Crit. Und hier speziell, wenn ich schon Pledge of Hands nehme, also mit einem Zweihandstab durch die Gegend laufe, dann nehme ich natürlich auch die Crit-Sachen für Zweihandstäbe mit. Auch wenn ich dann ein bisschen unnütz Physical Damage noch dazu bekomme, was soll's. Also das sind die Hauptpunkte. Die habe ich auch geschaut, dass ich die so schnell wie möglich ansteuere. Also mein Weg ging eigentlich hier erstmal ein bisschen in die Lebenspunkte, mich abzusichern, hier rauszukommen, hier lang. Dann habe ich mich erstmal einfach einmal hier von oben durch und dann hier lang zum Shadow gekämpft. Also das war mein Hauptweg am Anfang. Dann habe ich halt nach und nach alles so ausgefüllt, was davon weggeht. Immer so mit Hauptaugenmerk, was gerade notwendig war. Wenn es mal eng wurde mit dem Überleben, dann Leben entsprechend geskillt und ansonsten Schaden, vor allen Dingen Crit-Sachen. Ja, was sind noch interessante Punkte, die man nehmen könnte? Der ist auf jeden Fall sehr spannend. Elemental Focus, das wäre ein ganz ordentlicher Schadensanstieg und vor allen Dingen die Chance, selber keine Status Ailments zu erlangen. Also nicht irgendwie geschockt, gefrozen oder ignited zu werden. Weil da sage ich auch gleich nochmal schnell was zu. Das ist für mich dann am Ende doch auch nicht ganz so schlimm. Ja, ich möchte jetzt auch gar nicht... Ich meine, ich glaube, ihr seht's, ich werde den auch nochmal verlinken. Da ist im Moment jetzt nicht wirklich viel Spektakuläres. Da sind keine Keystones drin oder so. Das sind einfach alles nur ganz straightforward Cast Speed, Crit, Leben. Das ist eigentlich alles, was ich hier habe im Moment.
kommen wir zu den wirklich wichtigen Entscheidungen, die noch zu treffen sind. Was mache ich noch in Sachen Überlebensfähigkeiten? Ich habe nämlich noch drei Optionen übrig. Ich könnte einfach so wie jetzt quasi weitermachen mit Leben und Energieschild quasi als Hybrid und ja gucken, dass ich mein Energieschild vielleicht noch ein bisschen steigere mit meinen Punkten, die ich noch bekomme. Hier zum Beispiel die Sachen zu nehmen, die würden sich anbieten. Ich habe auch noch ganz, ganz viele schöne, eigentlich fast alle guten Energy Shield Sachen im Spiel habe ich noch in Reichweite. Logischerweise, ich bin ja auch im Energy-Land. Das sind ja die drei Charaktere, die sich mit Energy Shield auskennen. Und natürlich bin ich mittendrin und habe Zugriff auf alle guten Knoten da. Also ich könnte schlicht und ergreifend einen ganz klassischen Life- und Energy Shield Hybrid spielen. Mache ich im Moment ist nicht das, wo ich... Also ich könnte mir vorstellen, dass das eher die Variante ist, die ich nicht nehmen werde. Die andere Option wäre, mein Energieschild aufs Mana umzulenken mit Eldritch Battery und dann Mind Over Matter zu spielen. Ist ja auch ein Klassiker, zusammen mit Zeloth's Oath. Oath? Naja, auf jeden Fall der Eid vom Zeloth halt. Mind Over Matter, Eldritch Battery ist auch eine erprobte Sache, die funktioniert. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das so ideal für meinen Charakter gerade ist, weil... wobei eigentlich wäre schon okay, könnte man machen. Dann, ich habe gerade gelogen, ich habe gesagt drei Optionen, es sind sogar vier. Dann die Option, zu der ich im Moment am meisten tendiere. Das scheint auch so ein bisschen das aktuelle Meta zu sein, was ich so aus den Videos der Streamer, die ich mir angeguckt habe, rausschließe. Also wenn ich die Charaktere mir von denen angucke. Im Moment scheint der letzte Schrei wieder zu sein. Chaos Inoculation. Wäre auch eine Option und das ist tatsächlich einer, also mein Favorit im Moment. Nachteil von Chaos Inoculation, gute Energy Shield Sachen zu kaufen ist scheiße teuer, auf gut Deutsch. Also da ist man schon so pro Ausrüstungsstück mindestens mit dem Exalted dabei und wenn es richtig schön wird, gerade bei Rüstungen, da können es auch schon mal 20 oder 30 von den Dingern werden. Und wir reden nicht über Unix oder so, nur über Rüstungen mit roundabout 900 Energy Shield. Wisst ihr Bescheid, 6 Link, da sind wir so bei 30 Exalted. Schöne Sache aber trotz allem. Ja, das wäre sicherlich die insgesamt stärkste Variante. Da bin ich mir relativ sicher. Wenn man dann noch einen Ghost Reaver und vielleicht irgendwie noch hier Wahlpakt dazu nimmt, dann sollte der Charakter sein größtes Defensivpotenzial ausschöpfen können. Einfach weil dann der Pool der verfügbaren Trefferpunkte am größten ist, plus der Immunität gegen Chaos-Schaden, was auch sehr, sehr, sehr cool ist. Gut, Nachteile wären dann natürlich die klassischen Status Ailments und vor allen Dingen natürlich Stunts und so weiter. Wobei, ich habe auch bisschen Stun-Immunity, nicht Immunity, aber ich habe so ein paar Sachen, Stun zu umgehen. Könnte man trotzdem riskieren. Ja, und dann die Sache, die ich unterschlagen hatte fast, fiel mir gerade so ein. Natürlich quasi die Hardcore-Variante von Hybrid. Man könnte natürlich auch Lowlife spielen. Lowlife wäre auch richtig sexy mit dem Charakter. Abgesehen von dem Zusatzschaden, den man reinbekommt, was ja an sich schon ziemlich cool auch ist. Ich meine, der Schadensgewinn als Lowlife-Charakter ist schon enorm. Das ist einfach per se schon mal ein Drittel Schaden mehr. Hätte natürlich auch noch andere coole Vorteile, weil das auch ein Charakter ist, der von Auren sehr gut profitieren kann. Einfach, also alles, was irgendwie Schaden für unseren Angriff einfach dazu gibt, wäre einfach, würden wir natürlich gerne mitnehmen. Auch in Defensiv, vom Defensivpotenzial her, ja, hat auch echt was für sich. Ja, also ihr seht schon, ich bin ein bisschen, ratlos klingt so negativ. Es sind so viele Optionen, so viele Dinge, die man ausprobieren könnte und noch konnte ich mich nicht dazu hinreißen, was Konkretes davon zu machen. Auch und vor allen Dingen, weil ich im Moment schlicht und ergreifend so gut zurechtkomme, außer dass ich manchmal ein bisschen fluch, wenn mich dann doch mal ein Gegner erwischt. Aber so grundsätzlich funktioniert der Charakter so gut, dass ich mir einfach deswegen noch keine Gedanken machen musste. Deswegen habe ich es noch verschoben. Ja, vielleicht habt ihr ja irgendwie einen Favoriten oder einen Vorschlag, was man machen könnte. Dann schaue ich mal gerade auf die Uhr. Im Grunde ein paar Minütchen haben wir noch. Was machen wir denn dann? Dann machen wir doch einfach noch einen Map-Run. Bisschen aufräumen, unkonventionell, ihr kennt das von mir. Ach so,
Achso, aha, nee. Bevor wir Mapruns machen. Gottes Willen. Oh, fast vergessen. Meine Ascendancy Points, die sind natürlich ganz, ganz wichtig. Die wollen wir nicht unterschlagen. Ja, Klassiker. Das Ding, nee, hier, da ist er. Das ist ein Must-Have, also das ist der Grund, um diesen Charakter zu spielen als Inquisitor. Ja, das ist schon mörderstark. Also Critical Strikes, Ignore Enemy, Monster, Elemental Resistances ist ohne Frage einer der absolut stärksten Punkte im ganzen Spiel. Im Grunde kann man sich dann, also erstmal umgeht es diese elenden Resistenz-Mods auf den Maps. Das ist für viele Charaktere ja auch der Hauptgrund, warum so viele Poison spielen oder generell Chaos Damage. Einfach weil es da keinen Map-Mod für die Resistenzen gibt. Und natürlich das Reflect, das Elemental Reflect gibt es nicht für Chaos. Das ist ein Vorteil, definitiv. Bis jetzt habe ich aber mit Elemental Reflect relativ wenig Probleme gehabt. Ich habe auch noch keinen Map-Mod damit gehabt, fairerweise. Also ich vermute mal, als Map-Mod kann man es im Moment mit dem Charakter so nicht spielen. Also man müsste, wäre sehr langsam. Im Grunde lässt man das Flame-Totem dann die Arbeit machen und darf halt selber nur sehr, sehr dosiert und vorsichtig mal mit reinschießen. Und selbst das kann schon gefährlich werden. Also das ist der Hauptnachteil oder die Hauptgefahr im Moment, Elemental Reflect. Dafür sind wir in der Offensive komplett im Grunde damit bestückt. Also mit dem Ding, was will man mehr? Auch die vorherigen Knoten sind allesamt ziemlich gut. 45 Multiplier ist Bombe. Sehr hohe Crit-Chance, wenn man die Gegner noch nicht getroffen hat, wenn die noch kein Elemental Ailment haben. Auch Mördergut, also der Weg, einer der stärksten überhaupt bei den Ascendancy-Klassen. Ja, und ich habe mich entschlossen, die sind alle cool. Also im Grunde, ich würde am liebsten alle Punkte nehmen. Im Grunde können die alle wirklich viel. Ich habe mich entschlossen, ich wollte mal das ausprobieren. Consecrated Ground. Wie gesagt, wir haben ja sowieso Consecrated Ground hier als Flasche noch. Das heißt, wir können das auch immer, wenn wir es brauchen, mal so raushauen. Ich mach's aber auch, wenn ich Gegner töte. 25% Chance on Kill. Und 25%, wenn ich getroffen werde. Also auch das defensiv ganz gut. Das heißt, ich habe häufig die Chance, einfach so als Automatismus im Spiel jetzt Consecrated Grounds zu erzeugen. Ich habe gesehen, es gibt auch noch irgendwas, waren es Handschuhe oder Stiefel, irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es für ein Ausrüstungsteil war. Dann kriege ich das bei kritischen Treffern, verbreite ich Consecrated Ground. Und das wäre natürlich auch richtig cool für mich. Weil, was ich nämlich dann eigentlich will, das wäre dann halt, wenn wir dann in das Überlabyrinth mal irgendwann schaffen sollten. Das ist der eigentliche Grund, warum ich diesen Weg gehen wollte. Dann sind wir nämlich richtig abgesichert. Dann haben wir keine Angst mehr vor Status Ailments, wenn wir an Consecrated Ground sind. Das heißt quasi, diese Flasche hier würde dann automatisch zu einer Auftauflasche, Removes Bleeding, Removes Shock Flasche werden. Einfach so. Und ich bin kein Pathfinder. Trotzdem kann ich mit einer Flasche ganz viel Multi-Use-Sachen machen. Und natürlich hier 4% Maximum Mana und Energy Shield Regenerated per Second while on Consecrated Ground. Das allein ist es fast schon. Also die ersten beiden, die machen es einfach schon super gut, den Weg einzuschlagen. Dass wir dann auch noch 25% Cast Speed on top kriegen, ja, ist dann wirklich nur noch ein Geschenk, obwohl es auch an sich schon ziemlich cool ist. Ja, also insgesamt glaube ich, der Weg, die beiden Wege hier, die können schon richtig was. Das ist schon eine richtig coole Sache. So. Ja, jetzt habe ich dann doch noch ein bisschen gequatscht. Ach, wisst ihr was? Wir lassen das mit dem Map-Run sein. Ja, ich war heute so ein bisschen unkoordiniert. Insgesamt, ich habe mal was anderes gemacht. Ich wollte einfach ein Video raushauen. Am Ende des Tages war es der Wunsch, ich will euch endlich diesen Charakter zeigen. Ich habe jetzt im Grunde anderthalb Wochen drauf hingearbeitet, den bis zu diesem Stand zu haben und endlich loslegen zu können mit Videos. Von daher, ja, seht's mir nach. Das ist so wie kleines Kind vor Weihnachten so ein bisschen. ja, dann hoffe ich, dass ihr jetzt erstmal Spaß dran hattet, dem Charakter ein bisschen über die Schulter zu schauen. Hoffentlich habt ihr einigermaßen nachvollziehen können, was meine Gedanken waren, wie ich den jetzt aufgebaut habe. In der Videobeschreibung gibt es auch definitiv nochmal den Skilltree, so wie er jetzt gerade ist. Aber, wie gesagt, es kann gut sein, dass ich da noch ein bisschen was verändere. Ich habe vergessen zu sagen, was ich vorhin sagen wollte. Haha, Power Charges. Im Moment habe ich nur die drei Standard-Power Charges. Im Nachhinein hätte ich gerne bei der Banditenquest in Merciless mir den vierten Power Charge geholt. Ich habe mich für einen Skillpunkt entschieden. War im Nachhinein, glaube ich, ein Fehler. Ich hätte lieber den Power Charge nehmen sollen. Den Charge? Das Charge? Die Charge? Die Ladung? Die Charge? Der Charge?
Das Power-Ding. Das rote, das blaue Kügelchen, wo um mich rumfliegt. Ja. Okay. Apropos unkoordiniert, das wollte ich noch schnell reingeschmissen haben, bevor ich das vergesse. Ja, beim nächsten Mal hoffe ich, dass ich meine Gedanken ein bisschen geordneter habe, einfach weil ich da nicht die letzten gefühlt 2,5 Jahre, die ich jetzt keine Videos aufgenommen habe, in 2 Minuten packen will. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei und ja, bis dahin!